adjuvante Radiotherapie nach Operation eines Cervixkarzinoms. Wann besteht die Indikation für eine adjuvante Therapie? Bei PR0 und R0 und ohne Risikofaktor wird direkt die Nachsorge durchgeführt. Risikofaktoren sind L1, V1 oder Stromainvasion oder Tumorgröße über 4 cm. Liegen bei PR0 und R0 ein bis zwei von diesen Risikofaktoren vor, dann kann man fakultativ eine Nachsorge durchführen oder bei höherem Sicherheitsbedürfnis von der Patientin eine adjuvante Radiochemotherapie. Liegt aber ein PN1-Stadium vor, das heißt eine positive pelvine Lymphknotenmetastase, oder ein R1-Status, das heißt noch mikroskopischer Rest, oder drei oder mehr von diesen Risikofaktoren, dann sollte auf jeden Fall eine adjuvante Radiochemotherapie durchgeführt werden. Dieses inklusive des pelvinen Lymphabflussgebietes, das heißt das gesamte kleine Becken. Liegen pathologische paraaortale Lymphknotenmetastasen vor, sollte man auf jeden Fall eine adjuvante Radiochemotherapie durchführen, in diesem Fall jedoch nicht nur vom Pelvin, sondern auch vom paraaortalen Lymphabflussgebiet. Nicht nur im primären Setting, sondern auch im adjuvanten Setting gibt es Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass das Hinzunehmen einer cisplatinhaltigen Chemotherapie nicht nur das progressionsfreie Überleben der Patientin verbessert, sondern auch das Todesfallrisiko senkt.